Ich bin jetzt hier beim Eingang wieder, hier läuft ein Creeper rum. Ja, und da auf die andere Seite runter. Ja, also ich sehe deinen Namen, komm her. Dies ist mein Name, ich komme von der einen Seite, andere Richtung. Bin tot. Was geht, meine pickligen Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge Varo. Natürlich wieder Early Boy mit dabei. Guten Morgen! Ihr glaubt nicht, was das gerade für ein holpriger Start war. Erst hat er den falschen Account gehabt. Wollte, dass er den Pixelwurf einloggen hat, ist er aber nicht mit whitelisted. Dann haben wir den Start verkackt und dann fehlte Musik und dann hat sich mein Bandycamp verabschiedet. So, wir wollen jetzt ein bisschen Action aber machen jetzt, hier. Jetzt sind wir on air. Genau, wir sind läuft. Jetzt live, wir streamen gerade nicht. Im Studio. Okay, so, also, was brauchen wir? Kohle, Kohle, wir brauchen Kohle. Restliche Rüstung. Für mich eine Eisenspitzhacke. Okay, und ich hatte in Erinnerung, dass die Höhle doch hier noch irgendwo viel weiter noch reingeht. Was wollt ihr denn machen? Wollen wir uns bald ein Haus bauen mal? Ich weiß nicht. Also ich würde erst, weil hier, wir haben ja gesehen, dass in der Höhle noch einiges an Platz ist. Also, dass sie hier noch viel, viel weiter reingeht, ne? Dann gehe ich da jetzt rein. YOLO! So, ja, okay. Ich weiß noch nicht, ob das hier war, weil auf irgendeiner Seite ging das noch tief rein. Jetzt ist die Frage, wollen wir Strip Mining machen oder wollen wir in den Höhlen suchen? In den Höhlen auf jeden Fall, denke ich mal. Strip Mining ist zwar sinnvoll, dauert aber Ewigkeiten und ist langweilig. Und in Höhlen ist zwar gefährlich, aber du kannst da richtig schnell und viel Diamanten finden, wenn du Glück hast. Ja, ja, eben. Nur deswegen denke ich, weil hier war irgendwo, unten war was, wo man schon gesehen hat, dass es da tiefer reingeht. Ich weiß noch nicht mehr wo. Hier. So. Hallo. Ja, warte. Du bist genau dran vorbeigelaufen. Warte, warte, warte. Ich hatte nämlich auch noch was gesehen. Hier unten meine ich. Ne, hier nicht. Hier geht's nicht weiter. So, warte, dann komme ich einfach zu dir. Wir sind alleine auf dem Server. Das ist nice. Oh ja. Ein Skelett. Ah, ist hier... hä, bin ich jetzt bescheuert? Okay, hab das Skelett. Und hier ist einiges. Hier sind einiges an Mobs. Das war's. Bist du unten? Geht's bei dir weiter? Ja, bei mir geht's weiter. Okay, dann kommen wir jetzt zu dir. Aber das war nicht das, was ich in Erinnerung hatte. Es gab nämlich noch eine, wo richtig viel war. Kannst du hier gerade das Eisen abbauen? Weil ich habe leider keine Steinspitzhacke, weil ich auch die Eisenspitzhacke warte. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Ich bin gespannt, wann wir in der ersten Fight gerade. Oh ja, hier geht's gut weiter. Ja, da unten ist Lava. Nice. Okay. Hier ist ganz viel Eisen. Eisen hier ist Ende gut. Eisen. So. Eisen ist gut, ja. Early, komm. Mensch, wir haben noch 0 Tode. Ne, 0 Kills sind das, ne? Ja. Mensch, ich drücke immer auf 0 Tode, ist irgendwie logisch, ne? Sonst ja, ne, also ist ja total sinnvoll, die Tode anzuzeigen. Nein, das sind die Kills. Ihr seht, hoffe ich zumindest. Kannst du mir 2 Eisen bitte geben? Oder einfach rein. Kann dir auch 23 geben. Oh, das ist natürlich super lieb. Okay. Habe ich extra für dich geholt, aus meiner Bauchnabel. Voll der Cute. Bauchnabel? Ja. Das ist natürlich viel Tragfähigkeit bei dir, dann, ne? Ja. Jetzt laber, aber wir sind auf gerade mal Ebene 49, das ist nicht schön. Alle ab! Okay. Ich kann dir gleich zeigen, wo die Lava war. Hier vorne. Glaube ich. Hör Lava. Da ist Lava. Oh, hier geht's richtig tief runter. Ja, eben, das meinte ich. Und dann würde ich sagen, gehen wir da gleich mal runter. Und schauen mal, was das so mit sich bringt. Oh! Das ist ein tiefer Hase, ne? Das ist schon Ende. Würde ich sagen, gucken. Oh. Licht ist aus. Dann würde ich sagen, gucken wir mal hier, was bei der Lava so ist. Wenn ich jetzt sterbe, ne? Ich habe Angst, dass ich hier irgendwie sterbe, ne? Ja, wenn sie jetzt schon Lava. Kommen, wir sterben nicht durch irgendwelche Spieler, sondern wir sterben durch unsere Unfähigkeit. Ne, okay, bei der Lava ist nichts. Aber wäre es nicht schlecht, wenn wir irgendwie so einen Lava-Eimer bei uns hätten? Ich habe einen Wassereimer bei mir. Achso, ja, Wassereimer ist sogar noch besser, weil jetzt wird uns eh keiner angreifen. Hm. Für die Lava? Okay. Richtig, weil wenn wir in Lava irgendwie kommen und dann können wir uns ja einfach... hier Wo dingsen. Ist die Lava denn? Die, da bist du schon vorbeigegangen. Die war weiter hier oben. Ich habe schon geguckt, da ist nichts. Geh mal weiter hoch, weil ich hätte schwören können, da war so ein richtig tiefer Gang noch. Irgendwo. Und die Lava nicht. Du musst wieder weiter hochgehen, das war auf der anderen Seite. Der anderseitige Hase. Baue mich jetzt nach oben hier. Hier nicht. Genau, das ist voll jetzt. Gehen wir hier runter.
sind wir denn hier? Ach, auf Ebene 35 und ich grab hier in der Hoffnung auf Diamanten. Leck mir doch am Arsch jetzt! Ja, Höhe 35. Ich denke mir, ja, Diamanten, wo sind die denn? Verdammte Scheiße! Wäre natürlich nicht schlecht ab Höhe 35. Ja, die könnten auch auf Ebene 100 oder so sein, das wäre noch schön. Ja. Im Himmel. Wahrscheinlich. Frag mich, ob irgendwer schon Diamanten hat. Ja, ja, haben schon welche. YOLO, ich bringe es in die Lava. Ja, kein Bock mehr. Ja, kein Bock mehr. Machen wir Ende. Also, scheiß auf Life. Machen wir Ende. Ich hab kein Essen mehr. Nichts. Ich hab noch 7 Fleisch. Schmeidig. Ich weiß nicht, sollten wir vielleicht aus der Höhle raus und uns eine andere gute suchen und dafür... Ja, das ist natürlich die Frage jetzt. ...was zu essen organisieren. Wer ist hier oben bei dem Ofen? Wo bist du? Ich bin auf die andere Seite gegangen. Da. Guck mal, ob du meinen Namen siehst, weil hier geht's nämlich weiter. Da bin ich mir sicher. Also ja, ja, hier geht's weiter. Ich nehme mal den Ofen mit ihm. Okay, warte, siehst du meinen Namen? Ich sehe deinen Namen. Der Early-Name. Alle hab. Einfach in die andere Richtung der Höhle. Schön, hier geht's nicht weiter. Aber hier ging's weiter. Weiß ich. Und wir nehmen irgendwie immer auf, gerade wenn es Nacht geworden ist. Ja, wir sind halt super fähig. Das ist so ein Skill in sowas. Die fähigen Leute. Team fähig. Team unfähig eher. Team Early Wolf. Keine Ahnung, wo du bist. Ich bin jetzt hier beim Eingang wieder. Hier läuft ein Creeper rum. Ja, und da auf die andere Seite runter. Ja, also ich sehe deinen Namen. Komm her. Dies ist mein Name. Ich komme von der einen Seite an. Andere Richtung. Bin tot. Ja, lustiger. Hier. Hinter dir. Das war hier. Unsere... unser Dingens da, wo wir immer dran gekämpft haben. Bunker. Und wenn ich es richtig sehe, unser Bunker ist jetzt weg. Wenn ich es richtig sehe, die Creeper machen krass viel Schaden. Guck dir mal an, wie viele Blöcke der weggesprengt hat. Das machen die normalerweise machen die, nicht so viel. Machen die mehr Schaden, Leute? Schreibt's mal bitte in die Kommentare. Also machen die mehr? Wir spielen auf hart, also so wie das aussieht, machen die, haben die einen größeren... Doch, ja klar, haben, die machen! Die machen doppelt so viel Schaden. Haben die einen höheren Explosionsradius? Die haben einen höheren Explosionsradius, das weiß ich noch. Ich hab nämlich mal den Minecraft-Code auseinandergenommen, wo ich da den ganzen Kram gelernt habe. Und da stand auch irgendwas, bla bla bla, wenn Hardcore, bla bla bla, wenn hart, denn Creeper-Schaden mal 2. Oh. Also die machen doppelt so viel Schaden. Das ist natürlich, Das heißt, ich denke mal, selbst mit Eisenrüstung, tot. Ja, vielleicht wenn du genau im Creeper bist, aber... Okay, ich würde sagen, komm, das ist, reicht jetzt, wir gehen mal in eine andere Höhle, oder? Weg hier. Richtig. Okay, jetzt ist es nur halt gefährlich, oben. Weil ich habe jetzt keinen Bock, einem Enderman oder so zu begegnen. Ja, den musst du ja nicht angucken. Richtig. Außer du hast ihn gern, dann ist es natürlich richtig. Erlaubt, aber... Vielleicht mag er mich auch. Essen. Essen wollen wir auf jeden Fall auch. Mö. Hörst du Kühe? Nö. Ich habe gerade eine gehört, aber die klang nicht so kuhig. Da ist ein Schwein. Komm, Schweinchen. Komm, ja, guck mich... Oh. Geschlachtete Schwein. Okay, dann lass jetzt mal eine Höhle suchen. Dann wir sollten vielleicht zusammenbleiben. Oh, ja, einfach irgendwo. Gerne. Kommen wir hier drüber oder so. So. Au. Dann kommen wir hier drüber. Was geht denn da hinten? Oh. In jedem Fach mindestens einmal 3 gewesen, bis auf Latein. Latein ist 6. Wie runtergraben halt mir fest, oder ich so. Bin super unfähig. Ich habe mich gerade im Anatistik einputet. Ich habe da gerade irgendwelche Leute gehört. Ich weiß selber nicht, wer das war. Weil ich habe mir... ich will nämlich gleich altes Livestream und weil man da viel Kühe. Ingame redet, muss ich mir im Teamspeak dafür muten können. Weil sonst reden halt alle durcheinander und du hörst es nicht. Hier sind richtig viele Kühe und Schweine. Und habe gerade die Kombination gedrückt. Ganz viele so, Kühe, Schweine und leider auch... Alter, die Skelette, die schießen viel schneller hintereinander in hart. Da kommt noch eins. Ja, sich. Die können irgendwie doppelt so schnell schießen, Mann. Oha. Weißt du, was das Schlimme hier dran ist? Wenn du, wenn du Leben runter hast, dann brauchst du Hunger, um dein Leben aufzufüllen. Das heißt, wenn dein Leben regeneriert, geht dein Hunger runter. Toll. Das ist kacke. Hier ist eine Höhle. Warte. Hab gerade noch ein Schwein gekillt. Volleyball. So. Und ist sie groß? Ja. Ja. Das ist nicht sehr groß, okay. Wow. Ich hab keinen Schaden bekommen. Guck dir das Loch an, Alter. Ja, das ist nice. Sehr nice. Was drin? Oh, da hinten kommt noch ein Skelett. Mit Goldrüstung. Nice, okay, gut. Wer war denn das? Ich glaube... Oh, ich weiß nicht, habe ich heute noch gelesen. Irgendwer wurde von einem Ding getötet. Hier ist noch ein Skelett. Von einem Skelett erschossen. Oh Gott, ja, ich glaube ganz am Anfang irgendjemand.
Oh, da oben ist ein riesiger Berg, guck mal. Gib mir mal ganz kurz Deckung. Ich muss jetzt rohes Fleisch leider essen. Ja, okay. Ne, warte, ich geb dir hier. Ich geb dir gebratenes. Tauschen wir. Okay. Ich muss trotzdem, dann lass jetzt essen. Mal weiterziehen, eine Höhle suchen und dann da unten so wie so einen kleinen Bunker machen oder so. Kein schönes Haus. Weil sie immer die nächsten 20 Folgen. Au! Am Haus bauen. Ein Creeper. Ein Zombie und ein Creeper sind noch da. Angriff der Zombies! Angriff der Zombies! Angriff der Zombies! Oh, der hat eine Axt! Du hast mich geschlagen! Der hat eine Schaufel! Oh. Boah, das war natürlich gerade Rambo-Action, ne? Hier ist die Wand! Rand der Map! Was wusste ich jetzt erst? Ich dachte, das wäre Himmel. Lol, das ist der Rand der Map. Ja, sieht das aus? Die Welt ist nämlich begrenzt mit Bedrock. Einfach ganz, da kann man sich nicht vorbeigraben oder so. Und es ist auch verboten, sich da irgendwie vorbeizuschieben. Alter, der hat ein Eisenschwert. Richtig, ja, ich sehe. Da sind noch Schweine, nice. Hol die alle, die du kannst. Da auf den Bäumen war noch irgendwo eins. Wir brauchen echt Essen. Essen ist echt wichtig. Da oben ist ein Enderman, ne? Da gucke ich jetzt lieber mal nicht hin. Okay, ich warte hier oben in den Berg. Lass mich hier oben in den Berg reingehen. Okay, da ist nichts, nur ein Skelett. Da ist ein Enderman, da ist noch eine Crew. Hallo. Hier, viele Kühe. Ey, dann lass mal YOLO machen und uns hier irgendwie an der Wand heruntergraben. Willst du YOLO-nieren? Ja, YOLO-nieren. Aber erstmal würde ich sagen, Kuhschubser. Das ist ein Enderman. Ja, ich hab ihn schon gesehen. Alter, ich hab ihn gerade angeguckt, Alter. Der hat mich zum Glück nicht aggressiv. Halt. Alter. Okay, nice. Hütchen! Ich war ja in Köln und da hat einer von den Leuten, die ich da begegnet bin, hat gesagt, dass die schon Diamanten und einen Verzauberungstisch hätten. Bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das nur Bluff war. Aber ist auf jeden Fall zu respektieren. Das kann ja sein, wir dürfen wir voraufnehmen. Ich denke mal, das wird in den Kommentaren sicherlich stehen, wenn irgendjemand was Bestimmtes hat. Ja, wenn irgendjemand einen krassen Hasen hat. Okay, sollen wir uns denn jetzt irgendwo runterbauen? Würde ich sagen. Okay, warte, das ist noch ein Schwein, das brauchen wir auch auf jeden Fall. Sonst vielleicht hier an der Wand einfach ein Haus bauen. Oh, hier ist eine Höhle. An der Wand würde ich jetzt nicht direkt ein Haus bauen, aber ich würde mich auf jeden Fall an der Wand runtergraben. Also Häuser, wenn ich Bunker mache, dann auf jeden Fall immer unterirdisch. Ja, lass es doch hier hinten machen. Hier. Hier ist doch perfekt. Warte. Hier einfach hier runter. Ja, und dann noch unter die Erde halt. Ja. Nice, was denn hier? Wie geil. Ja, dann lass dich an den Baum runtergraben. Okay, gut. Dann lass zweispurig machen. Warte, bleib mal stehen. So, dann machen wir es so, dass jeder sich auf einer Seite runtergräbt. Also, Du willst kein Haus machen hier. Beziehungsweise brauchen wir ja eine Kiste erstmal. Nee, jetzt erstmal runtergraben, oder nicht? Ich brauch trotzdem eine Kiste. Okay. Ich stell mal hier oben. Ja, würde ich sagen, wenn wir unten irgendwie eine Höhle gefunden haben, dann machen wir da eine Kiste hin. Und bauen uns in der Höhle dann. Ach so, machst du das? Ich dachte gerade, wie soll ich da jetzt runterkommen? Damit man da jetzt nicht irgendwie runterfällt in Lava oder so, deswegen zwei Seiten. Hast du gerade eine Fackel gesetzt? Hm. Okay, ich dachte Lava. Ja klar, ich habe Lava über dir gesetzt, also. YOLO. Es ist ja erlaubt, seinen Teampartner zu töten. Ach ja, genau, gut, dass du mich daran erinnerst, ne? Ja, warte, ich muss ja gucken. Wir sind schon bei 13 Minuten. Der 13 Minuten. Oh, was soll ich falsch sagen? Das ist über 14 Minuten. So. 13:51 habe ich jetzt. Eine Minute haben wir jetzt noch. Ja, richtig. Vielleicht finden wir da ja noch eine Höhle, oder? Wir graben uns so weit runter, bis wir irgendwie auf der richtigen Höhe sind. Und dann finden wir da irgendwie so einen kleinen Gang oder so. Mit Lava. Was ist natürlich richtig nice, wenn wir so ein Cave finden würden. So eine Schlucht. Oh ja, das wäre auch geschmeidig. Eisen. Oh, Eisen, das ist meine Chance, dich zu überholen. Ich hör Wasser. Hier ist ein Cave. Nee, als ob. Doch, diese Richtung. Ja, das ist natürlich jetzt traurig, ne? In welche Richtung? Hier lang. Hier muss er herkommen, wird immer lauter. Ja, ich hab. Ist es ein Cave?
Ja, sieht so aus. Und da erwartet uns jemand. Guck mal da. Hallo. Wäre nice, okay, schlecht, gut, wenn wir Dinge jetzt haben, ne? Ne, es ist, ja, ist keine Schlucht. Man weiß ja nie, ob man TNT gebrauchen kann. Richtig. Alter, nein, 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 wenig Herzen. Ich hab ihn getötet. Oh, Bogen. Geil. Nice, Bogen. Warte, lass hier noch hier Kohle mitnehmen. Na, hilf mal bitte. Und ich würde sagen, du tust jetzt etwas. Richtig, und zwar uns verabschieden. Heute oder? Allererstes bauen wir uns einen Angstbunker. Komm, richtig, eine Angst. So. Moment, ich baue die andere Hälfte. So eng willst du das Ding machen? Ja, das läuft. Die Mauer. Okay. Gut. Passt. So, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lass eine positive Wertung da, ne? Genau, und nächste Folge muss mir noch Essen geben. Also haut da rein. Ciao, Leute. Bis zur nächsten Folge. Ausloggen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.